Einen wunderschönen guten Tag, YouTube. Willkommen zurück auf SimJay. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, treue Zuschauer wissen, hier in unserer neuen Let's Play Project Cars 2 Karriere, wir haben in der letzten Folge des Qualifying knapp, aber erfolgreich auf der Pole beendet. Starten also heute im schönen Dubai. Ich sehe gerade 5 Runden Rennen auf der Pole. Wir fahren für Sheriff Tyser Motorsports. Unser Teamkollege Francesco Cinque ist auch sehr erfolgreich hier auf den dritten Platz vorgefahren. Fünf Runden. Re Okay, fünf Runden. Ich habe mehr erwartet, aber da müssen wir kurz die Setup nochmal anpassen. Auf locker flockiges fünf Runden. Das, ja, schafft sie theoretisch auch. Da gehe ich aber auf, lieber mal auf Nummer sicher auf 11 Runden. Was eigentlich zu viel ist, aber das macht es vielleicht auch noch mal ein bisschen spannender. Existieren Platz sichern. So, ich gönne mir ein Schlückchen Kaffee und gehe dann leicht nervös in die Startaufstellung. Let's go! Ja, ein schöner Start. Und wir ziehen schon ganz gut weg, so wie es aussieht. Sind ja auch auf der sauberen Seite. Okay, und jetzt ein bisschen aufpassen. Bremsen kalt, Reifen kalt, Strecke kalt und... Oh shit. Da ist er schon reingedeift, Bumper. Und, was wollte ich denn sagen? Ah ja, und wir sind schwer. Oh fuck, Alter, der hat mich ja hier eiskalt erwischt. Das kommt davon, wenn man zu viel redet. Oh. Na, das wird ein harter Brocken. Also der zeigt mir schon. Der hat keinen Bock mehr, den Platz hier abzugeben. Ich hoffe nur, mir fährt keiner rein. Ich hoffe, dass sie so weit das schon mal raffen, dass das nicht so cool ist. Boah, der da vorne. Also fühlt sich gerade so an, als hätte er eine brutale Pace. So, der da hinten, den habe ich scheinbar noch im Griff wieder. Ja, mal gucken. Oh, jetzt komme ich auch hier wieder dran. Jetzt nicht überfahren. Der Wagen ist kalt und schwer, ja. Ja. Oh, das läuft gut. Bis in den letzten Moment und ausfahren. So, er ist noch neben uns. Okay, wir haben ihn wieder. So, dann halten wir uns jetzt mal vorne, hoffe ich. Oh, da kommt er wieder angeflogen. Das ist hier sein Special Move, den er macht. Und außen zeigt er sich. Eieiei. Leute, das ist noch nicht vorbei. Scheiße, da hat er mich wieder ausgekontert, die Schweinebacke. Und da kommt der rote Ferrari da hinten. Nein, das ist natürlich kein Ferrari. Ich meine, der rote Flitzer. So rum. Scheiße, Mann, scheiße, hey. So, hier schön rollen lassen. Ja, oh, da hat es ihn weit rausgetragen. Ich kann ich ihn dann hier mit Momentum wieder ein bisschen auskontern. Ja, hier komme ich immer gut an ihn ran. Bisschen Windschatten genommen. Ah, und jetzt sind wir wieder durch und dann breakt er mich da gleich wieder ins Nirvana. Ja, da kommt er wieder. So, jetzt zeige ich ihm hier schön die kalte Schulter außen, aber Mann, was hat der für einen mechanischen Grip, hey. Ist der, boah, dass der hier immer. Ah, jetzt bin ich theoretisch vorne. Boah, das war eng, aber Schumacher-mäßig zugemacht. So, und jetzt hoffen wir mal, dass er endlich die Klappe hält und uns hier fahren lässt. Oh, da kommt er wieder. Oh, wow, es bleibt spannend, YouTube.
Wie gern würde ich jetzt zu meiner Kaffeetasse greifen. Aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Naja, nein, eigentlich nicht, aber es wäre nicht sehr schlau. Vielleicht hier auf der Stadt Zielgeraden, lieber doch nicht. Yes! Weiter geht's. Okay, jetzt scheint sich das zu stabilisieren. Reifen machen noch einen guten Eindruck. Vierte von fünf Runden sind wir schon, also gleich haben wir es gepackt. Ja, da bin ich mit zu viel Schwung rein. Cheers, mate. Ja, die bleiben aber dran, also letzte Runde kann noch was passieren hier. Oh, ich brauche einen Schluck Kaffee, verdammter Mist. Aha. So, jetzt einen Schluck Kaffee. Hat gut geklappt, YouTube. Ja, aber die bleiben dran. Ich habe sogar das Gefühl, da ist sie da ein bisschen rangekommen gerade. So, aber die Runde werden wir ja wohl noch in trockener Tücher kriegen, oder? Gut. Oh yes, oh yes. Uah, so ein bisschen glitschy über den Curb und hier jubeln. Und zack. Ja. Aber es war spannend. So, wo ist unser Teamkollege? Oh, der ist ja mal total abgekackt. Wo ist der denn gelandet, hey? Hä, wie kann man denn vom dritten Platz so abkacken? Ah, nee, Quatsch. Sorry. Ist Vierter geworden. Ich hab auf die falschen Namen geguckt. Ja, ein Platz verloren. Schade. Schade für ihn. Da wäre er fast auch auf dem Podium gelandet, aber hat nicht sollen sein. Vielleicht im nächsten Rennen. Alles klar, Leute. Das ist hier die Formula Rookie Asian Championship. Das war das dritte Rennen in Abu Dhabi. Und das ist hier die Karriere. Let's Play Roger Cast 2. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Falls es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch, einen Kommentar da lassen und natürlich ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Also bis zur nächsten Folge. Bye, bye.